Nee, ich erwarte, dass er nicht mehr zurückkommt. Aber das ist eine Erwartung. Es kann natürlich im Fußball immer so sein, dass das am Ende nicht klappt. Aber ganz ehrlich, weil man es schon so lange verhandelt, gehe ich davon aus als Trainer, das muss ich auch machen natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass er weggeht, als dass er trotzdem noch bleibt. Da sind Vereine, da sind Personen, in diesem Fall wahrscheinlich Abramowitsch, die das zahlen können, zahlen wollen und die werden das wahrscheinlich auch durchrechnen, weil irgendwo muss das Geld doch wieder zurückverdient werden. Der Kai ist auch noch nicht der einzige Spieler, die nach Chelsea geht. Da sind schon mehrere und da gehen vielleicht noch mehrere. Ja, es wird bezahlt, dann ist das wahrscheinlich auch möglich. Marktwirkung.